Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge unserer Lage in Karlsruhe, dem Podcast zur Kommunalpolitik aus dem Gemeinderat. Ich sitze hier mit Friedemann Kallenbach, unserem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler und für Karlsruhe Fraktion. Und heute geht es um den Gemeinderat. Friedemann, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich schwitze unglaublich aus allen Poren. Ja, es ist richtig warm heute und wir sitzen hier im Dachgeschoss der Geschäftsstelle und wir wollten euch einführen in den Gemeinderat Karlsruhe, in die Gemeinderatssitzung, um genauer zu sein, und wie da der Ablauf ist. Es hat nämlich eine ganz bestimmte Gliederung und die funktioniert so. Erstens gibt es die Vorlagen der Stadtverwaltung, also aus den Ämtern, alles, was die vorbereiten und so. Und dann an zweiter Stelle kommen die Anträge der ganzen Fraktionen hier aus dem Haus der Fraktion. Und dann an letzter Stelle kommen die Anfragen, nämlich all die Fragen, die gestellt worden sind, auch von Einzelstadträten, wenn es die gibt. Die dürfen Fragen stellen an die Stadtverwaltung und die Stadtverwaltung muss die beantworten. Und das Coole ist, alle Bürger und Bürgerinnen dürfen mitlesen und es geht an die Presse, man kann sich das durchlesen, da kommen manchmal neue Fakten auf den Tisch. Und wir wollen jetzt mal alle Elemente durchsprechen und praktische Beispiele bringen und steigen gleich mal ein, nämlich mit den Vorlagen der Verwaltung, Friedemann. Was ist denn jetzt auf der nächsten Gemeinderatssitzung so als Vorlage drauf? Ja, als erster Punkt geht es gleich um die Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe. Da sind wir zeitlich schon ganz, ganz weit hinten dran. Aber die Zeit drängt, dass wir was machen. Was ist das, eine Autobahn oder? Es geht darum, dass ja viel mehr Verkehr auf die Schiene verlagert werden soll. Und es war bis jetzt eine Theorie und die wird jetzt in der Praxis umgesetzt. Und plötzlich merken die Leute, wenn anstatt zwei Gleise vier Gleise sind, dann hat es mit mehr zu tun. Vielleicht in Haxfeld oder ein anderer Teil Stadtgebiet oder in andere Städte. Rindheim wird laut. Rindheim. Und jetzt ist die Frage, wie ist die Führung der Strecke? Und da gibt es eine Resolution dazu. Und die soll einfach die Anliegen der Bevölkerung zusammenfassen. Und mit der Resolution brüllen wir wie ein Löwe sozusagen in die Öffentlichkeit, damit es wahrgenommen wird. Wir haben berechtigte Sorgen, wir haben berechtigte Interessen und die wollen wir, dass die gehört werden. Das Tragische ist, eigentlich haben wir nichts zu sagen in dem Entscheidungsprozess, aber wir können unsere Abgeordneten vom Bund, die nachher das entscheiden, die können wir jetzt mit unserer Aktion, mit einer Resolution unter anderem, können wir sie schon vorbereiten und sagen, wir haben berechtigte Interessen, bitte geht nach Berlin und bringt die dort ein. Genau, die Resolution sieht vor, dass wir als Stadt oder die Verwaltung zusammen mit den Fraktionen, die Verwaltung hat uns natürlich gefragt, was halten wir von dem Text, sieht vor, dass wir um eine Tunnellösung ringen, dass man doch den Teil als Tunnel macht, damit es nicht so laut wird, gerade für die Anwohnerinnen und Anwohner in Haxfeld und in Rindheim. Es gibt noch andere Punkte, Vorlagen der Verwaltung. Es gibt ja bestimmte Summen, zum Beispiel, wenn was richtig teuer wird, dann muss die Verwaltung den Gemeinderat um Erlaubnis fragen. Genau. Es gibt verschiedene Stufen, wenn es bis eine halbe Million kann es zum Beispiel der Hauptausschuss entscheiden, aber wenn es dann über die Million geht, dann muss es den Gemeinderat. Das ist Vorschrift. Gibt es keinen Weg drumherum. Deswegen muss im großen Plenum das entschieden werden. Genau, wir kommen nachher nochmal zu den Ausschüssen. Jetzt hätte ich noch ein praktisches Beispiel. Das kommt bald in die nächste Gemeinderatssitzung. Vielleicht nach dem Sommer nehme ich das Schloss Gottesaue bzw. der Otto-Dullenkopf-Park im Süden vom Schloss Gottesaue. Und da ist auch noch so ein altes Busdepot am Ostring entlang. Wenn man da mal aufmerksam vorbeiläuft, sieht man das vielleicht. Da sind Bauarbeiten. Was ist da der Fall? Die Vorlage sieht vor von der Stadtverwaltung einen Bebauungsplan, beziehungsweise wie diese Hallen gebaut werden sollen. Was ist jetzt der Knackpunkt dabei? Ja. Also der Knackpunkt ist, ursprünglich war ein großer See im Ostaue-Park, wie er auch heißt, vorgesehen. Und der sollte klimatische Erleichterung bringen. Der sollte bewirken, dass sozusagen durch Verdunstung ein Kühleffekt entsteht und dadurch eben die Bevölkerung in der Oststadt und je nachdem, wie der Wind weht, auch in der Südstadt, in dieser Schneise sozusagen Erleichterung erfährt. Besonders in so Sommer wie jetzt gerade. Jetzt aber kam eine zweite Notlage auf uns zu, und zwar die Notlage, dass wir das Areal C, haben wir verschiedene Dinge, wo Kinderarbeit, wo Jugendarbeit drin gelaufen ist, dass Räumlichkeiten abgerissen werden und diese Gruppen heimatlos geworden sind. Das Areal C ist in der Nordstadt, da wird ein neuer kleiner Stadtteil gebaut an dem alten Flugplatz und da muss vieles abgerissen werden, um das zu bewerkstelligen und die Sachen müssen umziehen.
Sehr gut, Micha. Danke. Genau. Ja, und jetzt waren wir froh, dass wir diese alte Bushallen, da war ja früher Bus-Unterstellmöglichkeit von vielen Bussen, dass man die hat. Und die, man hat festgestellt, dass die Bausubstanz so gut ist, dass es eigentlich schade wäre, sie abzureißen. Man könnte das für diese Zwecke nutzen. Das soll sogar genutzt werden, sogar das Fanprojekt von KSC soll da rein oder die Skater als Winter-Skaterplatz und vieles, vieles mehr soll da rein. Und es war natürlich auf der einen Seite von den sozialen Einrichtungen her, die haben gejubelt. Mhm. Aber die, die sich den See gewünscht haben, die haben geheult. Mhm. Und jetzt ist die Frage, für unsere Frage, können wir das tatsächlich beides unter einen Hut kriegen? Mhm. Also Soziales und Klimaanpassung. Genau. Ja. Dass man das beides hinkriegt. Während der Stadtverwaltung hat sich die Mehrheit vom Gemeinderat bislang schon geholt, dass sie eigentlich den See völlig ausschließen und dafür nur diese großen Lagerhallen benutzen als Ort für Kinderarbeit und Jugendarbeit. Aber wurde es mal offiziell in einem Gremium beschlossen, dass der See wegfällt? Ja, es wurde jetzt im Hauptausschuss gab es eine Abstimmung und die war auch mehrheitlich. Aber im Vorfeld hat man nichts mehr über die alte Möglichkeit, einen alten Beschluss gesprochen, dass tatsächlich ein See geplant war. Die waren irgendwie alle froh, scheint, dass es nicht mehr vorkommt. Das ist einfach runtergefallen. Einfach hinteruntergefallen. Mhm. Schweigsam hinteruntergefallen. Genau, ihr habt ja Gespräche mit dem Bürgerverein der Oststadt geführt. Genau. Und daraufhin, und da kann jetzt der Gemeinderat nämlich ansetzen, beziehungsweise eine Gemeinderatsfraktion, und einen Antrag schreiben. Und wir haben so einen Antrag vorbereitet und sind auch in Absprachen mit der FDP darüber, dass man doch Wasserflächen oder einen See an alternativen Punkten dort im Ostaue-Park prüft. Und auch, dass man prüft, wenn die ganzen Sozialprojekte da mal drin sind und irgendwann wieder in ihren alten Stadtteil, zum Beispiel Areal C oder das Fanprojekt an einen anderen Ort gehen möchte, dass man doch einen Teil der Hallen rückbaut, um diesen See größer zu machen oder zu ermöglichen. Und dass man auch nochmal genau prüft, was sind denn diese klimatischen Effekte, die so ein See oder so eine Wasserfläche im Ostaue-Park auf die anliegenden Stadtteile hätte. Genau. Vielleicht ist es ein exemplarisches Beispiel dafür, wie man als Gemeinderat arbeiten kann. Sozusagen bevor das endgültige Beschlussfassung, können wir nochmal mit so einer sogenannten Ergänzung oder Änderungsantrag nochmal reingrätschen und sagen, wir haben noch was anderes, wir wollen was geändert haben. Und dann kann es sein, dass sich Mehrheit für die Änderung findet. Und das ist unser Versuch jetzt an dieser Stelle, dass wir sagen, wir wollen tatsächlich den See haben als klimatisches, vielleicht nicht so wie ursprünglich geplant, vielleicht kleiner, vielleicht in zwei Stellen, aber doch, dass er seinen Platz findet und gleichzeitig die Hallen auch ihren Platz findet, weil das Anliegen ist uns verständlich und auch nachvollziehbar. Also bleiben wir diesem Anliegen, das beides miteinander zu versöhnen, zu heilen und dass beides möglich ist. Genau. Und dazu kommen wir gleich zu den Anträgen, weil Anträge kann man auch so stellen, ohne etwas zu ergänzen oder zu verändern, indem man nämlich ganz neue Ideen einbringt. Und eine neue Idee sind die Fahrertaxis, die unsere Fraktion eingebracht hat, dass man doch Fahrertaxis in der Stadt Karlsruhe anbieten könnte, beziehungsweise irgendwie ermöglichen kann. Das ist natürlich ein komplexes Thema, es ist aber auch ein wichtiges Thema im Blick auf Mobilität, Klimaanpassung wiederum und sozusagen die letzte Meile zu schaffen mit Fahrertaxis. Das kommt jetzt im Gemeinderat. Genau. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Die kam von unserer Kollegin, die heute da ist, von der Petra Lorenz. Die Idee geht einfach von dem Charme aus, dass so welche, wenn solche Gefährte, genau, wenn die sozusagen durch die Stadt großen, wenn die fahren, dann ist es einfach schön im Stadtbild. Das macht eine gute Atmosphäre. In Berlin und in anderen Städten gibt es selbstverständlich. Mhm. Dort ist es allerdings so, dass es hauptsächlich touristisch eingesetzt wird. Deswegen ist klar, dass es in Karlsruhe ein bisschen anders aufgestellt sein muss als anderswo. Aber wir brauchen das sicher, um so kurze Transportwege auch zu machen. Aber genauso wie unser Bus durch die Stadt fährt und Touristen durch die Stadt fährt, könnte auch unsere Fahrradtaxis Menschen durch die Stadt bringen und ihr die Schönheiten unserer Stadt zeigen. Es zeigt sich, dass viel Werbung nötig ist, damit es finanziell auch sich trägt. Aber das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie das aussehen könnte. Auf jeden Fall soll man den Weg weiterverfolgen. Mhm. Und die Stadtverwaltung ist zunächst mal ablehnt und sagt, das ist nicht unsere Geschichte, das müsst ihr privat machen. Wir geben noch nicht auf, wir versuchen da weiter dran zu bleiben. Wir wissen auch, in der Verwaltung gibt es Befürworter unserer Idee. Genau, und die Caritas hat erst letztens ein Fahrradtaxi bzw. eine Ritschka angeschafft,
um Menschen befördern zu können, ja, auch genau, hier in der, ja, Innenstadt. Gleichzeitig können wir auch Änderungsanträge oder Ergänzungsanträge auf Anträge der anderen Fraktionen stellen, und das haben wir getan. Es gibt nämlich einen Antrag der Grünen, nämlich Gas sparen. Da bezieht sich vor allem auf die Gasspar-Kampagne, die der Oberbürgermeister schon angekündigt hat, dass sie kommt. Und die Grünen fordern einfach diese Umsetzung der Kampagne öffentlichkeitswirksam und gleichzeitig auch neben dem Stromsparprogramm ein Gassparprogramm der Karlsruhe Energie- und Klimaagentur. Wir haben gedacht, auf der einen Seite ist das Sparen, auf der anderen Seite ist das Erzeugen. Genau. Und da kamen wir auf eine sehr alte Idee. Friedemann. Genau. Also zunächst ist ja das Schöne bei Anträgen, die von anderen Fraktionen kommen, dass sie schon manchmal Dinge neu zu denken geben. An der Stelle ist nicht so ganz neu, das hat der OB auch schon eingebracht. Aber trotzdem, wenn so eine Idee kommt, und dann regt es die anderen an, weiterzudenken. Und dann kann man zudem noch was ergänzen oder was ändern. Und das finde ich hervorragende Arbeit. Das ist dann, wird aber so ein gutes Projekt, vielleicht ein sehr gutes Projekt. Insofern muss man das verstehen, dass die Arbeit eigentlich von Anträgen und Ergänzungsanträgen, dass es eher das Ganze reicher macht und besser macht. Jetzt zu dem Antrag konkret. Ich habe mich erinnert, dass wir vor Jahren schon darüber im Gemeinderat diskutiert haben, was machen wir mit unserem Biomüll. Den sammeln wir, und dann kam er 2014, glaube ich, zu der Idee, wir verschicken das per Lastwagen nach Flößheim und nach Bietigheim, wo immer auch hin. Auf jeden Fall ist unser Müll, unser Biomüll, sehr viel unterwegs. Mhm. Hunderte Kilometer, ein Mitarbeiter in unserer Geschäftsstelle hat das mal nachgerechnet. Genau, und das ist sehr, sehr lange unterwegs. Das kann ja nicht klimaneutral sein, das kann ja nicht CO2-neutral sein. Das ist zu vermeiden, was möglich ist. Deswegen war auch die alte Idee auf dem Karlsruher Gemarkung, eine Trockenvergärungsanlage zu installieren. Trockenvergärungsanlage ist eine technische Form, um Biomüll zu vergären und noch ein Biogas da draus zu kriegen. Mhm. Also es geht um Biogasproduktion aus unserem normalen Hausmüll. Genau, und das hier so eine Anlage in Karlsruhe zu installieren, beispielsweise im Rheinhafen. Mhm. Also für alle, die damals Angst hatten, dass im Erzhafengrund, also im Naturschutzgebiet gebaut wird, würde ich nie wollen, würde man auch gar nicht wollen, das kann man nicht verantworten. Aber es gibt genug andere Grundstücke oder Liegenschaften, wo das sehr wohl seinen Platz haben könnte. Beispielsweise der Rheinhafen. Zum Beispiel, genau. Und wenn wir dann vor Ort sozusagen Biogas produzieren, kann das ja nur gut sein. Also wir verbrauchen es vor Ort und wir produzieren es vor Ort. Das sind maximale kurze Wege, ist nur zu befürworten. Aus unserer Sicht ein guter Vorschlag. Genau, und wir haben noch ein bisschen Planungshorizont. Meines Wissens haben wir die Ausschreibung bis 2034, und ab da bräuchte es dann eine neue Lösung. Die könnte man jetzt schaffen, wenn der Gemeinderat die Weichen dazu stellt. Genau, es braucht auch an dieser Stelle, um so eine Druckvergärungsanlage zu machen, Planung muss laufen, all das, bis es gemacht ist, sind ja 10 Jahre rum wie nichts. Also das ist das Mühsame, was man als Gemeinderat auch lernen muss. Die Prozesse, die dauern. Das wirklich auszuhalten. Und das, vielleicht kann das nicht jeder verstehen, aber die Mühlen malen so, weil viele Prüfinstanzen dazwischen sind, viele verschiedene Ämter sind befasst und viele von verschiedensten Seiten gucken so ein Projekt an. Mhm. Und bis da jeder seinen Senf gegeben hat, und dann dauert es einfach lange. Genau, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema Ausschüssen. Es gibt nämlich auch noch Ausschüsse, die Dinge vorberaten. Und viele Anträge gehen direkt erstmal in den Ausschuss zur Vorbereitung. Das hat man so im Gemeinderat in Karlsruhe einfach entschieden, um Dinge vorberaten zu können und auch damit nicht Dinge, die zur Entscheidung auf der Tagesordnung stehen, immer wieder von anderen Fraktionen wieder in den Ausschuss geschoben werden, weil sie noch nicht vorberaten worden sind. Weil und noch ein anderer Aspekt, und zwar, wir haben so viele Anträge im Gemeinderat, also im großen Plenum, zu bearbeiten gehabt, dass wir gar nicht mehr fertig geworden sind. Das heißt, deswegen haben wir gesagt, zuerst in die Ausschüsse, und dort wird es besprochen, und mancher Antrag Steller sagte dann, nee, ist nicht mehr nötig, dass man es wieder in den Gemeinderat bringt. Und dadurch wird der Gemeinderat entlastet in seiner Plenumstätigkeit. Genau, und es fährt keine 3 Schleifen, sondern wenn, dann höchstens nur 2, wenn man Glück hat, ja, genau. Wenn alles gut läuft. Eine Schleife weniger. Genau, eine Schleife weniger ist es auf jeden Fall. Wenn es natürlich was sehr
dringend und wichtig es ist, dann kann man das mit Begründung auch nochmal in den Gemeinderat direkt auf die Tagesordnung setzen lassen. Aber gut ist die Vorbereitung, indem man nämlich noch Zeit hat, Hintergrundinformationen zu sammeln und auch von den Fachämtern dazu zu informiert werden und auch ins Gespräch zu kommen mit Bürgervereinen und anderen Trägern, um so einen Gegenstand zu beraten. Dann letzter Punkt, das sind die Anfragen. Was sind Anfragen? Anfragen sind alles, wo wir eine Frage an die Stadtverwaltung haben. Und zwar muss sie natürlich inhaltlich begründet sein, man muss es natürlich erklären, was man damit meint. Das ist oft missverständlich. Es muss klar formulierte Frage sein. Da kann übrigens jeder Bürger, jede Bürgerin kann sich an uns wenden und sagen, ey, ich würde gerne das und jenes wissen. Und da können wir das gerne machen als Fraktion, dass wir sagen, wir schreiben eine Anfrage an den Gemeinderat und dann muss es irgendwann eine öffentliche Antwort kriegen. Nicht jede Antwort wird veröffentlicht. Das muss man wissen. Also manche Veröffentlichungen kommen dann im Kurier, in dieser Stadt, im Stadtteil, im Stadtzeitung drin. Aber nicht jeder Antrag, jede Beantwortung, jede Anfrage, wird dort veröffentlicht. Genau, sie ist in der Presse, aber auf der Website der Stadt Karlsruhe, da findet man alle Anfragen und Antworten im Klartext komplett einsehbar. Manche Anfragen stellen wir aber auch intern natürlich, um einfach schnell zu Antworten zu kommen. Aber bei sehr wichtigen Themen, zum Beispiel letztes Jahr zu Energiespitzenlasten, haben wir gefragt, wie geht die Stadt Karlsruhe damit um, wenn der Energiebedarf steigt und wir nicht mehr genug Energie zur Verfügung haben. Was muss dann getan werden? Die Antwort findet man im Internet auf unsere Fragen in der Website der Stadt Karlsruhe, die übrigens jetzt ganz neu aufgestellt ist und ist auch eine gute Möglichkeit, sich zu informieren. Und da findet man schon Antworten zu den Fragen, die jetzt gerade aktuell sehr brennend sind, gerade Energiespitzenlasten. Genau, ja. Ja, dann, Micha, gibt es noch die nicht öffentliche Sitzung. Die Sitzung bis daher war öffentlich. Das heißt, jeder kann auf die Tribüne oben oberhalb des Gemeinderats sitzen und mithören. Aber es sind eigentlich unendliche Zeiten, wie wir sitzen. Manchmal 5, 6 Stunden. Das ist eigentlich oft zu lang, aber oft kann man auch ein bisschen tarieren, dass dieser oder jener Tagesordnungspunkt kommt zu dieser Zeit ungefähr dran. Also man kann es ein bisschen berechnen. Genau, beim nächsten Mal haben wir über 50 Punkte, es gibt auch manchmal weniger. Der Gemeinderat tagt meistens dienstags, einmal im Monat, 15.30 Uhr. Die Tagesordnung findet man auch auf der Website der Stadt Karlsruhe, plus alle Punkte und Unterlagen. Und da sind manchmal sehr spannende Sachen dabei, das glaubt man kaum. Aber da sind sehr wichtige Themen, die da entschieden werden und die einen am Schluss dann tatsächlich auch tangieren. Und klar, der geheime Teil ist natürlich auch spannend. Ja, und zum Beispiel kommt jetzt die Neubesetzung eines Amts. Das ist ja der geheime Teil. Ja, ja. Den darf man doch nicht. Der ist veröffentlicht. Nur darf man keine Inhalte darüber veröffentlichen. Ja, okay. Lass so ich sehen. Lieber, genau. Also, dass unser Herr Hacker, der Chef und Leiter, der Amtsleiter des Umwelt- und Arbeitsausschusses, dass der in Rente geht, ist wohl bekannt, ist sehr öffentlich. Das ist öffentlich. Und da gibt es eine Nachfolgerwahl und die wird dort stattfinden. Oder eine Nachfolgerin. Oder eine Nachfolgerin, genau. Ja, wer weiß es. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Worauf hoffst du besonders jetzt bei der nächsten Sitzung? Also bei den vielen Punkten hoffe ich, dass es zackig geht, dass es nicht jeder meint, er müsste zu jedem Punkt elend lang reden. 3 Minuten ist übrigens die maximale Grenze. Es sei denn, manches Mal gibt es Ausnahmeregelungen, das war mal nicht so ein wichtiges Thema, da darf man 5 Minuten reden. Die Regel ist 3 Minuten pro Fraktion. Und das ist meine Hoffnung, dass wir vielleicht auch mit kürzer Zeit auskommen. Sonst sitzen wir bis ewig, bis zum Schluss dran. Und zumal am Schluss will die Stadtverwaltung uns noch einladen zum Sommerfest im Innenhof des Rathauses. Und da gibt es eine Abschlussfeier. Und die soll um 8 Uhr beginnen. Und da bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Genau, das nennt man übrigens Geschäftsordnungsanträge. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einfach die Geschäftsordnung während dem Gemeinderat zu verändern, die Redezeit zu verkürzen und so weiter. Dann viel Erfolg bei der Sitzung. Dankeschön. Und ich wünsche euch auch eine gute Zeit bis zur nächsten Sendung und ich freue mich über Feedback zu unserem Podcast. Gerne abonnieren, liken, Kommentare da lassen. Tschüss. Tschüss.